Herr Sommerwatter, Sie sind Leiter von der Shoppingbrücke Brattelen Autogrill. Wir feiern jetzt ein 30-jähriges Jubiläum. Das Gebäude, das hat ein sehr eigenwilliges Gesicht und hat grosse Bullaugen. Sollen wir da nicht mit der Zeit jetzt etwas daran ändern? Das Gebäude ist ein Kunstwerk von der Region da, aber gleichzeitig auch das Tor zur Schweiz. Und die 115'000 Autos, die da jeden Tag unten durchfahren, auch Markenzeichen aus der Region. Shopping Brattelen ist eine interessante städtebauliche Struktur, in dem der unnütze Platz oben an der Autobahn genutzt wird. Was machen Sie mit dem Raum? Wir sind einerseits ganz klar ein Treffpunkt für all die Reisenden, aber auch für das regionale Publikum. Es sind gegenüber 3 Millionen Besucher und das ist auch eine der grössten Tankstellen angeschlossen da. Wir bieten das Gesamtsortiment an, wo jeder sicher etwas findet bei uns. Wir sind jetzt über der Autobahn in der Shoppingzone, die unter der Leitung von der Frau Birgit Schollmeier steht. Frau Schollmeier, was verkaufen Sie hier oben? Also wir sind in erster Linie da, um die täglichen Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenzustellen. Herr Wander, Sie sind erste Adresse, wenn es um Christbaumschmuck geht, europaweit, wahrscheinlich weltweit. Dieses Jahr beteiligen Sie sich das erste Mal beteiligen am Weihnachtsmarkt beim Autogrill Brattelen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Ja, sicher mal zuerst, dass ich angefragt worden bin. Und dann haben wir das überlegt und habe gefunden, es passt eigentlich sehr gut. Wir haben hier in Basel die erste Rheinbrücke vor ca. 800 Jahren gehabt. Das ist die einzige Rheinbrücke bis abend nach Holland. Und das ist eigentlich ganz etwas Ähnliches. Das ist auch eine Brücke eigentlich, ein Tor in der Schweiz und Österschweiz, wo die Verkehrsflüsse, wie sie früher über den Rhein gegangen sind, die gehen halt jetzt auch über den Rhein natürlich zuerst, aber das ist ein Knotenpunkt, so wie eine Karawanserei auch, kann man sagen. Und ich glaube, dass wir hier Leute erreichen, die vielleicht an Basel vorbeigefahren wären und halt dort den Halt machen und dann die Weihnacht, die ja eigentlich in unserer Gegend ihren Ursprung genommen hat, so wie wir sie heute kennen, mit dem geschmückten Baum, das hier erleben. Es passt einfach hundertprozentig und das löst Synergien aus. Wir beide, der Autogrill und die Direktion dort mit dem Herrn Sommermatter, wir sind begeistert und der Gedanke ist langsam gewachsen und dann sind wir zusammengekommen und das ist, glaube ich, ganz eine tolle, tolle Sache. Wir freuen uns mächtig drauf. Herr Wander, wer tut bei Ihnen einkaufen? Es kaufen natürlich, das ist bekannt, Prominenz kauft ein. Es gibt auch viele Dekorationen für Fernseh- und Bühnenproduktionen allgemein. Aber mir ist wichtig, dass jeder bei mir einkaufen kann. Es ist also etwas, das nicht vom Preis her gesehen unmöglich ist. Aber man muss vor allem sich ein bisschen Zeit nehmen und dann kann man eine schöne Dekoration mit wenig Geld fertigstellen. Herr Di Stefano, warum muss man Ihr Restaurant besuchen? Also, ich mag so, unser Konzept von diesem Restaurant, sie arbeiten mit frischen Produkten und Sauberkeit und Teigwaren, sie kochen la Minute. Herr Sommermatter, wir sind am Ende von unserem Rundgang. Könnten wir noch einmal kurz auf das Jubiläum vom Sonntag vom 26. Oktober zurückkommen? Ich freue mich, dass wir an diesem Jubiläum Kaffee und Gipfeli zum Preis wie vor 30 Jahren herausgeben können. Und für die Kleinen kommt Euromaus vom Europapark vorbei. Und selbstverständlich haben wir noch Musik und auch eine riesengroße Geburtstagstorte.